Im Zentrum Sachsen-Anhalts, in Bernburg an der Saale, betreibt PreZero eine der größten thermischen Abfallbehandlungsanlagen Deutschlands. Jährlich werden hier bis zu 450.000 Tonnen aufbereitete Ersatzbrennstoffe energetisch verwertet. Ein Teil dieses Materials wird in zertifizierten PreZero-Anlagen produziert. Bei der Herstellung, dem Transport und der Verbrennung werden die strengen rechtlichen Vorgaben jederzeit beachtet. Der Bunker hat ein Fassungsvermögen von 23.000 Kubikmetern. Unterdruck verhindert das Austreten von Staub und Gerüchen. Mit zwei Kränen können die drei Verbrennungslinien rund um die Uhr bestückt werden. Jeweils 5 gut geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedienen und überwachen die Anlage pro Schicht. Dabei stellen sie auch sicher, dass die Verbrennungstemperatur konstant über 850 Grad Celsius beträgt. Die Verbrennungsreste, Asche und Filterstäube werden von zertifizierten Unternehmen einer fachgerechten Entsorgung zugeführt. Die entstehende Schlacke wird, nach Entnahme der Wertstoffe, zum Beispiel im Straßenbau eingesetzt. Die Rauchgasreinigung gehört zur besten verfügbaren Technik. Der Zusatz von Natriumbicarbonat, Herdofenkoks und Harnstoff sorgt dafür, dass die Emissionswerte jederzeit sicher unterschritten werden. Über eine Datenleitung können die Überwachungsbehörden die Emissionswerte rund um die Uhr in Echtzeit einsehen. In der Leitwarte überwachen hervorragend ausgebildete Spezialisten die Prozesse und die Feuerungsleistungsregelung der Anlage. Insgesamt bietet die Anlage in Bernburg über 50 krisensichere Arbeitsplätze in verschiedenen technischen Bereichen. Jährlich werden in Bernburg rund 1,8 Millionen Tonnen Dampf hergestellt, die mit einer Temperatur von 400 Grad Celsius und einem Druck von über 40 Bar an ein benachbartes Chemieunternehmen ausgeliefert werden. Sollten bei den regelmäßigen Rundgängen Störungen festgestellt werden, stehen technisch ausgereifte Ausweichsysteme zur Verfügung. So sind zum Beispiel die Kessel mit jeweils 2 Ölbrennern ausgestattet, die bei Bedarf die optimale Verbrennungstemperatur und damit die Einhaltung der genehmigten Verbrennungsbedingungen sicherstellen. Ein geringer Teil des Dampfes sorgt für den Betrieb einer kürzlich errichteten Turbospeisewasserpumpe, die im Rahmen der Energieeffizienzprojekte die elektrischen Pumpen ersetzt. Antriebe und elektrische Schaltanlagen stehen in modernen, klimatisierten Räumen. Etwa 2 Drittel des produzierten Dampfes speisen eine Dampfturbine, mit der elektrischer Strom produziert und eingespeist wird. 1 Drittel wird vom Kunden als Prozessdampf im Werk eingesetzt. Mit technischer Effizienz werden so in Bernburg Energieträger wie Öl, Gas oder Kohle ersetzt. Damit steht die Anlage in jeder Hinsicht für unsere Ansprüche an eine lebenswerte Zukunft. PreZero. Neues Denken für ein sauberes Morgen.